Hallo, ich bin Michael von officeinfos.de. Wie versprochen, wollen wir dich mit Neuigkeiten zur kommenden Office-Version 2019 auf dem Laufenden halten. Und aktuell haben wir tatsächlich ein paar Neuigkeiten aus dem Hause Microsoft. Was wir bisher über die neuen Features von Microsoft Office 2019 wissen, kannst du dir in unserem ersten Video anschauen. Dafür einfach hier oben auf die Infokarte klicken. Aber was sind denn nun die neuen Infos? Anfangen muss ich leider mit einer schlechten Nachricht für alle Liebhaber des Betriebssystems Windows 7. Da müsst ihr jetzt ganz stark sein. Office 2019 wird zukünftig nur noch mit Windows 10 funktionieren. Damit will Microsoft wohl vor allem Firmen und Unternehmen zum Umstieg auf das aktuelle Betriebssystem bewegen. Bisher haben sich nämlich viele Unternehmen vor der Investition gedrückt. Dadurch erhöht Microsoft jetzt den Druck natürlich massiv. Das muss allerdings nicht heißen, dass Office 2019 nun überhaupt nicht mehr mit älteren Betriebssystemen als Windows 10 funktioniert. Allerdings wird es dafür dann keine offizielle Unterstützung von Microsoft mehr geben. Wer nun eh schon mit dem Betriebssystem Windows 10 arbeitet, dem kann diese Information sowieso egal sein. Was aber auf jeden Fall alle Nutzer betreffen wird, ist der verkürzte Support für Office 2019. Den möchte Microsoft nämlich von bisher 10 auf nunmehr nur noch 7 Jahre reduzieren. Der Main Support wird wie bisher 5 Jahre angeboten, aber der anschließende sogenannte Extended Support dann nur noch ca. 2 Jahre. Damit werden vor allem Business-Nutzer dazu gezwungen, zukünftig deutlich früher auf neue Office-Versionen zu wechseln. Das wird einigen Unternehmen so ganz und gar nicht gefallen. Wie wir heute schon wissen, wird für Office 2019 wohl kein Abonnement mehr benötigt. Damit grenzt sich die neue Office Suite deutlich von Office 365 ab. Außerdem wird Office 2019 zukünftig ausschließlich per Click-to-Run installiert. Was bedeutet das nun wieder? Bei herkömmlichen Installationen werden meistens zunächst alle Softwaredaten auf den Rechner runtergeladen, dann entpackt ein Installer das Ganze und das Programm wird auf dem Rechner installiert. Beim Click-to-Run ist die Software jedoch schon während des Installationsvorgangs zu nutzen. Das ist dann so eine Art Mischung aus Streaming und Virtualisierung. Außer einem Zeitvorteil vor der Nutzung brauchen Click-to-Run-Installationen vor allem auch deutlich weniger Festplattenplatz. Und Office-Updates werden zukünftig unabhängig von Windows-Updates im Hintergrund ausgeführt. Das soll vor allem die Performance der Office-Programme deutlich verbessern. Am Zeitpunkt der Veröffentlichung hat sich wiederum nichts verändert. Eine Preview-Version von Office 2019 soll im zweiten Halbjahr diesen Jahres erscheinen. Zu den neuen Funktionen und Features von Office 2019 hat sich Microsoft bisher aber nicht nochmal geäußert. Trotzdem sind wir schon sehr gespannt drauf, die neue Office-Version mit den ganzen neuen Features endlich zu testen. Sobald es dazu Neuigkeiten gibt, werden wir sie euch auf jeden Fall mitteilen. Wenn du keine Neuigkeiten zu Office 2019 verpassen willst, dann abonniere doch einfach unseren Kanal. Uns würde es sehr freuen. Falls ihr Anregungen oder Fragen habt, hinterlasst uns doch einfach einen Kommentar. Danke fürs Zuschauen und bis bald.